Moin Leute und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Und ja, ihr seht schon im Titel, Leute, es ist heute soweit. Heute bekommt ihr das XXL Feuerwerk Gesamtsortiment von mir dieses Jahr zu sehen, was ich dieses Jahr an Silvester habe. Und ich sag's mal wieder, aber Leute, ich laber jetzt nicht allzu viel drumrum. Es geht jetzt direkt mit der Gesamtübersicht los. Ich werde euch jeden einzelnen Artikel zeigen und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. So, ihr seht jetzt die zwei Knallkörper. Aber jetzt seht ihr auch direkt mein Gesamtsortiment für das Silvester 2021-2022. Let's go. Ja Leute, was soll ich sagen, es ist einiges geworden dieses Jahr. Ich würde sagen, wir gehen einmal alles durch, fangen einmal hier unten an. Wir haben hier viermal die White Strobe von Nico Euro aus der 13-Schüsser Serie. Eine ganze VE Bonfireworks Silver Eyes, da haben wir was richtig geiles vor Leute, ich werde es euch noch ankündigen auf Instagram. Dann haben wir hier einmal die Röder Royal Raketen, einmal die Kaltschacht Raketen von Pyroland. Dann haben wir hier ein paar Packungen Dumbum F2 Single Shots. Keine Ahnung, wie viele das jetzt sind. Ich habe sie jetzt vorher nicht gezählt. Einmal Elgato Volado de Trueno. Ein Thunder King Bike Pack von Pyro Century. Einmal Lone Star Knister Teufel Mix. Zwei Packungen El Monstro. Super Mustlet Faller einmal von Elgato. Die Color Mustlet Faller. Eine Packung Double Thunder. Zwei Packungen Komet Kubis. Zehn Packungen Funke Honey Badger Schallerzeuger. Zwei Packungen Hammer Single Shots. Einmal Bada Bang Bada Boom. Gehen wir hier rüber, haben wir die Condor Feuervögel, einmal Panda Bombenrohr Festival. Dann gehen wir auch schon weiter zu den Raketen. Titanium Rockets von Funke, einen guten A-Böller Schinken, Sternraketen. Dann haben wir dort die Silberraketen, die Gao Hammer Rockets, Triller Raketen 10er Schachtel. Wir haben das Rocket Store von Xplode, Handelshof 8. Wir haben insgesamt 3 oder 4 Packungen Argento Gold Rockets, die sind da unter. Dann haben wir 3 Stufen Trillerraketen, Nico Bang & Scream, Ring Rockets, Legionär, 2 Packungen schwarze Salutraketen von Funke, einmal die Lilliput-Raketen, einmal das Radium, insgesamt 4 Packungen Silberblitzraketen. Im Hintergrund knallt es hier schon. Dann haben wir einmal die Fanacon Geoshocks, einmal die wunderschönen Zink-Sternraketen 107er, gelbe Kappe, Brokat und Blinker, einmal das alte Diamond Mega Knight. Hier oben haben wir das Backpacker von Nico Europe. Gehen einmal auf die andere Seite. Dort haben wir hier nochmal Katan Mama Mia, Rocket Strike von Nico. Da oben die Saturn-Raketen. Dann haben wir da hinten in der Ecke einmal das Superion, 130-teiliges Familiensortiment. Dort in der Ecke haben wir das Komet Mission Mars. Das tummelt sich auch schon, ich glaube, seit über 2 Jahren bei mir im Sortiment rum. Dann sind wir erstmal mit den Raketen durch und machen direkt weiter. Oh Leute, es ist einfach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde sagen, wir gehen einmal hier zur Seite. Ich komme hier auch gar nicht richtig ran. Wir machen hier auf jeden Fall einmal weiter mit Reißzwecken. Funke Screenshots Small, 3 Packungen. 3 Packungen Vortex Salut. 3 Packungen Thunderbolts. 1 Packung Donnerröhren. Dann haben wir insgesamt 3 6er Schachteln von der Pyro Century Thunder King, die wir hier vorne auch im Bulkpack drin haben. Haben wir davor dann noch hier das Breslauer Blendfeuer in Rot. Die ABA Blitz- und Donnerraketen, das Lichter Queen Leuchtsortiment, Argento Titanball Groß. Dann haben wir 3 Packungen Crackling Beam, 3 Packungen Thunder Kong Whistling, eine Red Peony von Triplex. Machen weiter mit der Golden Spider, Dian Cracker Z1, Hardcore Fan, Pyromax Salut, Golden Willows. Dann haben wir hier unten, sieht man nicht komplett, aber alle Finalboxen, Silber, Gold und Blau. Insgesamt haben wir hier 3 Packungen Roter Corsair. Dahinter ist noch eine, dann eine Flower Power, eine ganze VE Galaxis von Veko, auf die bin ich sehr stolz, eine Nico Wahnsinn, eine Terremoto 1S, eine Terremoto 36S, dann haben wir eine Blutmond, eine Austria, eine Azido,
Goldtröpser, Gulliver, Golden Rain, Nico Flashbang Battery. Dann haben wir vorne eine Knallmatte, 210er, eine Red Blink von Leslie. Da haben wir zweimal einen Feuertopf Silberfisch. Hier noch eine Weco Laser, eine Triplex Plus bzw. Plus Plus. Dann haben wir dort noch mal ein paar Verbünde stehen. Einmal die Rheingold, Unplugged, Pyro Show 1000 CC Melia. Dort oben nochmal der Terremoto 10S und darunter eine 36S. Dann haben wir hier noch eine 10S. Hier noch eine Typhoon 10S. Dann haben wir dort oben noch eine Vogelschreckbatterie. Insgesamt dreimal. Dann haben wir einen Turm, der aus vier Temper Lightning besteht. Die eine Temper Lightning, die da unten steht, sieht man nicht mehr, weil dort vor die Big Shots stehen. Daneben haben wir noch das Lloyd-Spektakel. Eine Packung Blackbox Vogelschreck-Bombenrohre. Höllenfeier. Fire Event Retro Collection. Eine Pyro Genie Cake. Die Diamond Break Evan. Die Pyro Max Kobalt. Die Röder Feuerwerk Schwärmerei. Dann nochmal zum Turm zurück. Wie gesagt, vier Temper Lightning. Zwei Blue Thunder. Drei Ahsoka. Da oben haben wir einen Golden Star. Ja. Ein wunderschönes Bombenrohr meiner Meinung nach, gibt es ja leider nicht mehr. Dann sehen wir hier auch dann nochmal die drei Packungen roter Corsair. Dann haben wir unten eine Funke Camoro Weißblinker. Dann haben wir da unten noch vom Pyro Maxi Thunder Airbombs. Moscow Mania einmal. Gau Hammer Rölis. Eine Blue Diamonds von Diamond. Zwei Blutgrätsche. Einmal Feuer am Dach. Eine Thunder Kong Brutus. Einer Thunder Block 16. Eine Dumbum F2 16 Schuss Salutbatterie, eine Golden Rose, eine Dynamic, dann die The Core, aka Shock Attack, einmal die The Legend von Volt, Tropenpalm von Funke, Blau-Grün Blinker von Funke, daneben am Rand haben wir auch schon gesehen, dreimal das Rattlebang, da drauf eine Medusa, dann haben wir das Goldschlag von Star Trade, die Golden Sturm, darunter die Cassandra, darunter die Himmelschwärmer, darunter die Burkhardt Blaue Peony von Lone Star. Richtig schöne 100 Schüsse, hoffentlich zünden sie mir dieses Jahr nicht nochmal durch. Dann haben wir das römische Lichterbündel Wirbelwind, da über den Queen of Welding. Dann gehen wir hier nochmal rüber. Dort können wir leicht zwei D-Böller-Schinken sehen von Diamond. Aber Leute, es sind nicht nur zwei Schinken, das sind insgesamt 8, also eine ganze VE. Dann haben wir dort noch eine Schachtel Cobra 3R. Dann liegen dort auf dem Tisch auch noch ein paar Packungen. Ich glaube, 4 Stück sind das von Golpe Ereo von Elgato. 2 Packungen Leslie Sputniks. Color Thunder King von Pyro Factory. Die No Limits von Pyro Max. 4 Pyro Max Rauchtöpfe in Gelb. Dann einmal Moskitos und einmal Pyro Max Strobos. Dann gehen wir direkt einmal rüber, damit ich euch die rechte Seite besser zeigen kann. Hier zoomen wir einmal ran und sehen. Eine Aragon von Weco, eine Crimson Skies, davon findet sich hier gleich noch eine an, und zwar direkt daneben. Dann haben wir dort eine, kann man das erkennen, eine Winter Sun, sieht man jetzt nicht allzu gut. Darunter eine Red Thunder, dann einmal die Expression, Plum Flower, auf der anderen Seite eine Neon Ghost, eine Big X Gold Crowns, Asteroids, Weißblinker Dahlien Z1, die gute Great Strobe, zudem hier noch die Shiny Golden Palms, die Zunderbox von Nico. Da drüber die Triplex Anarchie. Ja, und somit sind wir durch, liebe Leute. Ich habe es kurz gehalten, auch wenn das Video jetzt schon ein bisschen länger geht. Es ist auf jeden Fall einiges geworden in diesem Jahr. Am meisten kann ich euch sagen, freue ich mich auf die VE Galaxis, auf die Verbünde und auf meinen wunderschönen Plan, den ich habe. Nämlich die wunderschönen 6 Silver Eyes. Ja Leute, bleibt dann auch mal auf Instagram aktiv und in den Streams, denn da werde ich erklären, was ich denn mit 6 Stück von diesen Cakes vorhabe. Erklärbär. Genau. Dann haben wir hier auf jeden Fall, wie gesagt, die ganzen Raketen, wo ich mich auch sehr drauf freue. Ist auch wieder einiges geworden. Ich bin ein richtiger Raketensuchti mittlerweile. Gut, an Cakes habe ich dieses Jahr auch nicht gespart, wie man sieht. Es ist einfach nur brutal und ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich das alles wegkriege, aber ich werde mich ranhalten. Ja, der Großteil, der hier drauf ist,
stammt tatsächlich von Knallkörbe aus meinen Bestellungen. Da geht auch nochmal ein Riesengruß an Nikolas Grube, Sadie und dem gesamten Explosive Arts bzw. Knallkörbe Team raus. Der Support dort ist einfach nur eine 1 plus mit Sternchen. Ich kann euch den Shop echt nur ins Herz legen und empfehlen. Und die Artikelauswahl ist natürlich auch enorm. Ich meine, man sieht sie auf dem Bild. Auf jeden Fall auch nochmal ein dickes Danke an Diamond, dass ich hier noch die eine oder andere schöne Galaxis abgreifen konnte. Die Unplugged zum Beispiel und auch zum Beispiel hier vorne das Mega Knight. Sowie die Break Evan, Blue Diamonds, Golden Rain und vor allem die VE Diamond D-Böller. Dann geht auch nochmal ein dicker Gruß an Apple Explosion und Heiko Leipholz. Denn hier sind auch ein paar Sachen von der Feuergeistgarage dabei. Und ja, ich würde sagen, das ist ein sportliches Sortiment. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.